So, es ist ja schön und gut, dass wir letzte Folge hier das Rätsel gelöst haben und auch wieder rausgekommen sind dank des mächtigen Schalters. Aber eigentlich wollte ich nur einen blauen Kristall haben, um die beiden Jungs hier wieder zu beleben. Na gut, gucken wir mal hier unten weiter. Und wir sind ja eigentlich schon ganz schön weit hier im Level. Eigentlich müsste doch hier irgendwo mal ein blauer Kristall auftauchen. Zumal das ja ein Tempel ist und da müsste man doch eigentlich geheilt werden können. Sind ja eh komisch hier alle. So, Kräuter sind immer gut. Also nebenbei ein bisschen auf Schalter achten. Und ja, ich bin durch den einen Schalter jetzt traumatisiert. Den hätte ich echt vorher finden müssen. So. Keine Schalter. Dafür ein neuer Raum. Pillared Hallway. Also ein besäulter Flur. Oder ein Flur voller Säulen. Und ja, hier sind ganz viele Säulen. Muss man bestimmt in irgendeinem Muster durchlaufen. Ich nehme mal die Schlange. So. Das ist ein ganz schön langer Gang. Oh. Okay. Oh, das ist ein Gang, wo man einfach immer wieder zurück teleportiert wird. Ich habe jetzt einfach mal von vornherein eine Schlange genommen. Wir gehen einfach mal geradeaus. Wahrscheinlich werden wir da wegteleportiert. Also gehen wir nochmal. Eins, zwei, drei nach vorne. Und lege hier mal was hin. Was haben wir denn? 3, 2, 1, 3 war für ja, den Raum eben gerade. Aber vielleicht ist es auch für hier irgendwie wichtig. Also den behalten wir erstmal. Was haben wir hier? Das waren die Fackeln, die sich kreuzen. Das behalten wir auch mal. Das ist nur Hintergrundwissen. Hintergrundwissen wurde gerade erfolgreich wegteleportiert. Gut, nehmen wir mal die Damenkräuter hier und schieben die da hin, als Markierung, dass es dahinter wieder zurückgeht. Jo. Okay, Hintergrundwissen kann ruhig da bleiben. Also hier werden wir wegteleportiert. Wir sind jetzt gerade einmal geradeaus gelaufen, wir wurden wegteleportiert, wir sind einmal Schlangenmuster gelaufen, wir wurden wegteleportiert. Ich laufe jetzt einfach mal hier geradeaus, bis zu unseren Kräutern und anfangen. Andersrum Schlangenmuster. Also jetzt, wir sind ja zuerst hier so rum. Also rechts rum die Säule. Jetzt gehe ich mal links rum die Säule. Die Fackel geht aus und die lasse ich nicht hier. Oh, wir haben keine Fackel mehr. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir zu diesem Punkt gekommen sind, von dieser doofen Schlange aus. Also noch von vorn. Links rum um die erste Säule. So. Und gleich müssen wir schon unsere Kräuter sehen. Und anfangen. Ah, genau. Mein Freund der Schalter. Vielleicht ist hier irgendwo einer. Und dadurch werden die Teleporter deaktiviert. Da ist unser Kraut. Bisher kein Schalter. Nö. Nö. Ha. Wir hatten eine Schriftrolle mit diesem 3, 2, 1, 3. Oh, und wir haben noch eine Schriftrolle, die ich vorher schon mal versucht habe zu benutzen, aber die war für was anderes. Vielleicht war die ja für hier. Nämlich diese Slytherin. Genau die hier. Zweimal links, einmal rechts. Einmal links, dreimal rechts. Zweimal links und das Ganze zweimal wiederholen. Okay. Also wir gehen davon aus, dass ich. Wo ist der Startpunkt? Hier. Also ich hoffe mal, dass hier der Startpunkt ist. Und wir gehen jetzt zweimal links. Also wir sind zweimal auf der linken Seite gegangen. Wir gehen jetzt einmal auf der rechten. Einmal auf der linken. Eins, zwei. Dreimal auf der rechten. Zweimal auf der linken, nein, da ist irgendwas falsch. Zweimal links schlittert sie. Das ist nicht schlittern, das ist schleimig, fortbewegend. Schlängeln. Ja, zweimal links schlängelt sie. Links rum um die Säule. Sieht komisch aus.
Nee. Wie viele Schritte wären das denn zusammen? Das wären 2, 3, 4, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir kommen direkt da an. Okay, da habe ich vorhin irgendwann mal verzählt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach von hier aus. Zweimal. Derselbe Startpunkt wie vorher. Es kann nur aufgehen, wenn wir von hier starten. Was auch Sinn macht, weil hier das Ding jetzt ist. Also. Eins, zweimal links. Ein Feld vorne nach rechts. Ein Feld vorne links. Drei Felder rechts. Eins, zwei, drei. Zwei Felder links. Eins, zwei. Das war komisch. Wir haben uns nicht vorwärts bewegt. Okay, nochmal das Ganze. Wir müssen es ja einmal wiederholen. Nein, zweimal wiederholen. Steht jedenfalls ganz unten. Dies wiederholt sie zweimal. Also sind es insgesamt dreimal. Richtig? Hoffentlich richtig. Also, zweimal links. Eins, zwei. Einmal rechts. Einmal links. Dreimal rechts. Eins, zwei, drei. Links. Zweimal. Einmal, zweimal. Tada! Und wir mussten es doch nur einmal wiederholen. Okay. Und jetzt gib uns bitte, bitte einen blauen Stein und keine Dinos. Schade, dass er keine Unsichtbarkeit zaubern kann. Ja, es waren keine Dinos. Da hast du vollkommen recht, Dungeon Master. Das ist kein Dino. Es ist nur ein Feuerelementar, was ich noch mehr. Ach, zwei Feuerelementare. Die ich noch mehr hasse. Können wir die austricksen? Ja, können wir. Hier ist genug Platz. Da ist jetzt schon mal eins. Keine Sackgassen. Da war ein Stein, glaube ich. Da haben wir eine Tür, aber ich habe kein Schloss gesehen. Da geht's noch weiter. Jetzt sollten wir sie nebenbei mal ein bisschen anhauen, damit wir sie später schneller umbringen können, falls wir sie umbringen müssen. Und was sind das für fliegende Dinge? Feuerschild wollte ich machen. Es sind aggressive fliegende Dinger. Es sind fliegende Spinnen. Die richtig schnell sind. Wow. Okay, die haben richtig schnell angegriffen und können sich richtig schnell fortbewegen. Und unser Feuermagier ist der einzige Überlebende. Na denn, hast du noch ein Speer irgendwo? Nee. Ach, stimmt, man kann die Sachen ja verschieben. Okay, jetzt kannst du mal mit der bloßen... Du kannst dir mit der bloßen Hand zuschlagen. Dann schlag mit der Fackel zu. Oh, die Feuerelementare kommen. Schlag schneller mit der bloßen Fackel zu. Und ein Lurkerhut. Ja, das ist schön. Es ist schön, dass ihr mich mit Schätzen zuhäuft und ich lauter Rätsel lösen kann und so weiter. Aber ich will doch bloß einen blauen Stein. Damit ich nicht den uralten Speicherstand laden muss. Okay, also wir müssen da durch die Tür. Bereiten wir das schon mal einigermaßen vor. Also, der kriegt den Schlüssel, er kriegt den Schlüssel. Er kriegt Heiltränke und einen Geschwindigkeitstrank. Nur so für den Fall. Dann geben wir ihm mal die ganzen Lurker-Sachen. Haben wir noch was Lurker-artiges? Ja, Lurker-Schuh. Nee. Hat er schon an. Lurker-Dingens noch. Lurker-Hose. Irgendwann Lurker-Hose. Nee, Lurker-Hose fehlt. Schade. Aber gut, so hat er schon ein bisschen mehr Ausweichen. Nicht viel, aber ein bisschen was. Oh oh. Na komm her. Noch eine fixe Idee. Wir geben ihm die Eisbomben.
lassen wir das Feuerelemental einfach da in der Ecke stehen. So, wir müssen zur Tür, Und hier ist kein Schlüsselloch. Ah, Schalter. Ein doofes Buch. Also nein, es ist nicht doof und es ist toll, mit den ganzen Schätzen überhäuft zu werden und Rätsel zu lösen und so, aber ich will doch nur einen blauen Stein. Das war jetzt echt nur für Secrets. Okay, raus hier. Weg hier. Ja, die Damenkräuter können liegen bleiben, die sind mir egal. Und danke, dass du mich weglässt. Komisches Rätsel. So. Also, unser Rambo-Magier versucht sich jetzt zurückzukämpfen. Und zwar da hoch. Was mir gerade mal so auffällt, wir haben jetzt fast das ganze Level schon gelöst. Erstens haben wir noch keinen blauen Kristall gefunden. Und zweitens immer noch keinen Weg runter. Also müsste denn da hier eine ganz knappe Kurve sein und dann hier irgendwo ein Weg runter? Egal. Wir müssen nach Norden und eigentlich mal ganz kurz schlafen. Die Tür zu und schlafen ein bisschen. Damit der ein Haps mehr aushält von einem Dino. Und die Dinos können wir auch gar nicht einfrieren. Planwechsel. Keine Eisbomben. Feuerbomben. Sobald wir keinen Mana mehr haben. Man kann auch Mana-Tränke herstellen. Richtig. Und er kann wieder in die hintere Reihe. Ist egal. Was haben wir hier? Plus 5 Skillpunkte. Bringt uns das in unserer jetzigen Lage irgendetwas? Mehr Energie. Bringt nicht viel. Mehr Resistenz gegen Feuer bringt auch nicht viel. Und ich will mich nicht verskillen, nur um jetzt da weiterzukommen. Also nein, es bringt uns nichts. Ist irgendjemand überladen? Nein, ist keiner. Das Feuerschwert können wir ihm auch nochmal geben. Nur so, jetzt ist er überladen. Jetzt ist er überladen. Eine Kiste voll Essen, eine fast leere Kiste voll Essen. Ah, das Gewichtsproblem ist echt nervig. So, also er hat Feuerbomben, er hat ein Feuerschwert, er hat Heiltränke, er hat volle Mana. Das wäre schon fast ein Grund abzuspeichern, ne? Auch wenn die Lage nicht besonders toll ist. Ja, machen wir aber trotzdem. Wir speichern jetzt ab unter LP071 und starten unseren ersten Fluchtversuch Richtung blauen Kristall. Obwohl wir erstmal noch kurz die Fitzelchen da erforschen sollten. Kein Dino. Ein Heilkraut. Ja, schön. Da. Die Tür machen wir im Ende uns zu. Oder auch nicht. Das war also Fluchtversuch Nummer 1, der darin geendet hat, dass wir uns selbst einblockiert haben, weil die Tür hinter uns geschlossen haben. So, nochmal das Ganze. Diesmal gehen wir durch... Da hinten war noch eine Tür? Oh, Tatsache. Kraut nehmen wir auch mit. Inventar lassen wir offen zum Heilen. So, da geht's auch noch lang. Nanu? Oh. Eisbomben. Ja, die brauchen wir jetzt tierisch dringend. Sonst irgendwas hier? Nee, wir werden uns später eh nochmal in Ruhe hier umgucken, sobald die alle wieder leben. Also, nehmen wir da wieder auf. Und da wird nur die Ecke sein von dem... Genau, hier geht's wieder zu der Tür, die wir vorhin geschlossen haben, wo wir umgebracht wurden. So, da kommt auch schon der Dino. Und ich bringe ihn jetzt einfach um. Da haben wir einen Dino weniger, um den wir uns kümmern müssen. Ich hätte auch noch Mana-Tränke jetzt craften können.
Auch wenn ich es im Kopf nicht weiß, welches Kraut das ist. Ich glaube, das war diese Bluttropfen-Irgendwas-Geschichte. Davon haben wir auch eine Menge. Ja, komm. Ich will nicht allzu viele Ressourcen verschwenden. Also, hast du wieder Schlüssel dabei? Nö. Aber das Essen können wir gleich mal essen. So. Jetzt müssen wir hoch links rum. Ich laufe jetzt mal nicht zurück zum Schlafen, denn ich habe den Verdacht, dass dann der Dino wieder respawnt und eventuell auch ein paar seiner Freunde. Wir müssen einfach nur da lang. Darum. Kurz zu der Tür gucken. Nein, nicht kurz zu der Tür gucken. Definitiv nicht kurz zu der Tür gucken. Schnell weiter, 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 weiter. Tür zu. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sehr schön, wir müssen jetzt nur noch zurücklaufen. Darum, 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 durch diese ganzen Dreher durch. Hoch und zum blauen Kristall. Das ist doch mal ein schöner Abschluss. Also speichern wir nochmal ab. Hier drüber. LP 71. Und wir sehen uns gleich wieder.